Herzlich willkommen wieder zurück in Enderal. Ja, wir haben ja ein paar Leute ausgeschalten und die haben eine Tomate dabei. Ja, die nehmen wir doch mal mit. Schön die Tomate essen. Ja, gut. Ich glaube, das war's ansonsten auch schon wieder. Huch, wir sind gerade irgendwie durch die Kisten. Ja, ich sag mal gar nichts dazu. Na gut, aber bisher hat man ja selten solche Bugs. Von dem her ist es jetzt nicht so wild. Ist ja jetzt kein großer Game Changer oder so. Ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, oh je, weil ich hier durch das Fass durchlaufen kann, ist Enderal komplett scheiße. Ja. Wobei, doch, das sage ich jetzt. Ja, nee, Enderal ist ein schlechtes Spiel. Ist wirklich schlecht. Man kann durch Fässer durchlaufen. Deswegen würde ich es auf jeden Fall niemandem empfehlen, denn man kann durch Fässer durchlaufen. Das macht keinen Sinn und deswegen ist alles buggy. Ja, alles buggy. Man kann durch ein Fass durchlaufen, alles buggy. Das ganze Spiel ist buggy. Das ganze Spiel ist ein einzelner Bug, ein einziger Bug. Ja. Ja, also, ja, es gibt so manche Leute, da hat man das Gefühl. Also, so manche Reviews, da hat man das Gefühl, die denken genauso. Ah ja. Schlecht reden ist ja immer einfach. Aber man muss es dann halt auch selbst besser können. So, okay, durch die Fässer können wir leider nicht durchlaufen. Okay, da unten sind wieder irgendwelche komischen Kreaturen. Es ist so still. Warum haben wir eigentlich keine Schrittgeräusche? Ach, ich glaube, weil wir schleichen, weil wir schleichen ja quasi lautlos, deswegen hören wir uns selbst auch nicht. Macht irgendwie Sinn, aber es ist irgendwie auch merkwürdig. Okay, da unten haben wir unsere Party. Wir kommen hoffentlich noch rechtzeitig. Ich weiß es nicht. Es ist eine Kostümparty hier unten. Ja, sieht man vielleicht schon. Ja, gerade der da vorne, finde ich, hat wirklich ein originelles Kostüm gefunden. Ich glaube, man darf zu denen auch nicht zu nah ranlaufen. Ich glaube, dann kriegt man auch Schaden. Oh, ah, weg, 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 weg. Feuersalze, sehr gut. Da vorne haben wir nochmal so einen Elementarwolf. Oh ja, das hat ganz gut geklappt. Ein Pfeil hat gereicht. Und der hat auch Feuersalze dabei. Oh, Schattenstahlerz. Wir sind ja eigentlich in der Mine. Da kann man ja natürlich auch ein bisschen Schattenstahlerz sammeln. Wir hatten ja tatsächlich von einer der Wachen einen Hinweis bekommen, dass wir hier mal vorbeischauen sollten. Also von dem her wollen wir hier auch mal natürlich ein bisschen Zeug mitnehmen, ein bisschen Materialien. Wir wollen ja nicht umsonst hierher gekommen sein. Ich sehe echt nicht so viel. Ich weiß nicht, ob es bei euch, wie es da aussieht. Aber bei mir ist es so ein bisschen schwierig. Mit der Sichtweite. Mit der Helligkeit generell. Oh ja, den haben wir gut erwischt gerade. Wahrscheinlich ja, genau, kritischer Treffer. Oh ja, den haben wir auch. Lustig, da kam dann die Attrappe und dadurch war der verwundbar und dann kam unser Pfeil. Wir haben, glaube ich, noch zusätzlich kritischen Treffer und dann hat mal wieder ein Pfeil gereicht. Sieht halt echt nichts. Also wenig. Nicht nichts, aber nicht so viel halt. Oh, da geht's nicht lang. Hier einfach nur so ein Leichenhaufen. Ja, so sieht's eigentlich immer aus, wenn ich hier Party mache. Mit meinen Freunden. Ein einziger Leichenhaufen. Ich habe aber auch nicht mehr so viele Freunde. Weiß gar nicht, woran es liegt. Nein, Scherz. Vielleicht liegen halt einfach schon alle auf dem Leichenhaufen. Könnte ja sein. Könnte ja sein. Oder kennst du Leute, die mit mir befreundet sind? Weil, wenn nicht. Vielleicht liegt es daran, dass alle Leute, die mit mir befreundet sind, tot sind.
Oder es liegt daran, dass diese Welt sehr groß ist. Man weiß es nicht. Aber ich würde eher auf Ersteres tippen. Das macht mehr Sinn. Das ist logischer. Ganz klar. Ich habe auch eine Klausurenlogik geschrieben. Deswegen kann ich das auch durchaus sagen, was logischer ist. Mir ist es erlaubt, diese Aussage zu treffen. Im Gegensatz zu dir, weil du hast nicht Logik geschrieben. Also wahrscheinlich. Und deswegen hast du ja keine Ahnung. Ja. Generell, Logikklausur ist, ja, die mathematische Logik ist sehr interessant und manchmal auch nicht logisch, finde ich. Aber es gibt so ein paar, ach, hier kommen wir raus, okay. Dann sind wir zum Großteil durch, wir haben nicht alles gesehen, aber das meiste. Ja, die Mathematiker haben manchmal sehr interessante Ideen von der Logik. Also ich meine, ja, man geht halt hin, man hat so seine Gesetze quasi und dann schaut man, was man mit denen ableiten kann für andere Dinge und dann findet man plötzlich ganz merkwürdige Dinge, die quasi durch eine Umformung dann Sinn machen. Aber so, wenn man die erstmal hört, überhaupt nicht intuitiv sind. Naja. Wie dem auch sei, also falls du irgendwie mal mit der mathematischen Logik zu tun hast, versuch nicht die Logik dahinter zu... Ja, wobei, also das meiste ist schon logisch. Doch. Aber manches halt auch irgendwie nicht. Das ist zumindest meine bescheidene Meinung. Toll, und jetzt ist es draußen auch noch dunkel, weißt du? Wir haben wirklich nur noch Dunkelheit hier. So, sind wir wenigstens auf dem richtigen Weg? Jawohl, sind wir. Da vorne ist jetzt irgendein Dungeon. Da gehe ich mal galant außen rum. Was ist das hier? Für komische Gebilde. Naja, was auch immer. Wir gehen einfach mal weiter. Aha. Ein alter was auch immer. So ein blöder Affe. Ey, du blöder Affe. Ah ja. Ein toter Affe ist ein lieber Affe. Oh ja, Mana wollen wir. Noch ein Level up. Das geht ja, läuft ja richtig hier. So, wir sind auf dem falschen Weg. Wir müssen nach links abbiegen. Links ist hier. So, das... Ah, noch einen. Wir laufen dem Affen in den Schoß. Das ist ja super. Und das ist ja leider kein alter, sondern ein normaler. So, deswegen ist er, glaube ich, noch ein bisschen stärker. Haben die Entwickler was gegen alte Leute? Vielleicht, ja. Man weiß es nicht. Man weiß es. Man kann es nicht sagen. Aber ich würde sagen, dass gerade eben ist auf jeden Fall schon ein eindeutiges Indiz dafür, dass der alte Tyarische auf jeden Fall deutlich weniger Leben hat. Deutlich schwächer ist. Er sagt schon einiges aus. Wie die Entwickler über alte Menschen denken. Naja. Man muss halt immer so ein bisschen die Nachricht dahinter lesen. Man muss zwischen den Zeilen lesen. What? Was ist da denn jetzt passiert? Warum? Haben wir noch unser Inventar? Fehlt uns irgendwas? Also wir wurden jetzt nicht direkt ausgeraubt, aber... Sehr, sehr merkwürdig. Ein Steinschlag? Ernsthaft? Also sollte das jetzt wirklich ein Steinschlag sein oder irgendwas anderes? Sehr, sehr merkwürdig. Auf jeden Fall haben wir jetzt Tag. Also von dem her, beschweren dürfen wir uns nicht. Ist es hier freundlich? Hey, Dagevatter, was tut ihr denn so weit draußen? Und auch noch um die Uhrzeit. In ein paar Stunden kommen die Knochenreißer aus ihren Höhlen. Und wenn euch was an eurem Leben liegt, würde ich zusehen, dass ich dann weit weg von hier bin. Die Knochenreißer? Was? Seid ihr den ganzen Weg hierher gekommen, ohne jemals eins von diesen Biestern gesehen zu haben? Nachts sind die meisten von ihnen zumindest hier im Tal in ihren Höhlen.
Aber zur Morgendämmerung kommen sie in der Regel raus, um nach Beute zu suchen. Und leider zählen Menschen wie wir beide zu dem, was sie am liebsten fressen. Ja, das ist ungeschickt. Gut wird, dass wir sowas nicht in der richtigen Welt haben. Wobei, wenn wir sowas hätten, ich glaube, die wären schon längst ausgerottet. Sind wir mal ehrlich. Die wären sowas von weg, ja. Naja, verstehe. Eigentlich hatte ich auch nicht vor, hier länger zu bleiben. Ich suche ein Dorf namens Silberhain. Wisst ihr davon? Ob ich davon weiß? Das könnte man so sagen. Hinter diesem Tor befindet sich das Tal von Silberhain. Und... wisst ihr was? Ich wollte zwar gerade die Tore schließen, aber wenn ihr sowieso auf der Suche nach unserem Dorf seid, kommt doch einfach rein. Ach, das ist sehr freundlich. Zur Stunde mache ich hier wieder auf. Aber die Zeit könnt ihr ja nutzen, um das zu suchen, was ihr da drinnen sucht. Was meint ihr? Madame Talara brennt vorzüglichen Bananenschnaps, falls das irgendetwas für euch wiegt. Klingt gut, ja, Bananenschnaps. Okay, aber ihr seid sehr vertrauensselig für ein Dorf mitten in der Wüste. Woher wisst ihr, dass ihr mir vertrauen könnt? Gute Frage, aber ich möchte das erstmal gar nicht hinterfragen. In Ordnung, eigentlich trifft sich das ziemlich gut. Das freut mich doch zu hören. Dann mal hinein. Wir wollen doch den jetzt hier nicht irgendwie... ich weiß gar nicht. Ich frage mich, was hier passiert wäre, wenn wir die Quest noch nicht hätten. Dann kämen wir vielleicht nicht hier rein. Dann würde er uns vielleicht nicht reinlassen. Na gut. Mich wundert es nur, dass er plötzlich hier weggeht. Naja, egal. Wir könnten jetzt das Tor schließen. Mache ich aber nicht. Ich bin ja nicht gemein. Er war so freundlich zu uns, dann sind wir auch freundlich zu ihm. Oh, benötigt einen Schlüssel. Na, ich versuche mal, ob wir ihm vielleicht den Schlüssel abknöpfen können. So, unser Dorf erreicht ihr, wenn ihr der Straße folgt. Irgendwann kommt ihr dann zur Oase. Und direkt dahinter an der Klippe zum Strand liegt Silberhain. Wir haben es wirklich schön dort. Es wird euch gefallen. Seit der Junge die Silberader entdeckt hat, lebt man hier wirklich wie in Inodan. Also, schreitet wohl. Oder habt ihr noch irgendwelche Fragen? Da kommt mir langsam echt zu freundlich vor. Ja, hätte ich tatsächlich. Was meint er mit dem Jungen, der die Silberader entdeckt hat? Na, genau das, was ich sage. Silberhain war nicht immer der schöne Ort, der es jetzt ist. Früher war das Leben hier hart. Aber eines Tages brachte ein Unbekannter ein Findelkind zu uns ins Dorf. Der Kleine hatte damals eine schreckliche Krankheit. Und deswegen hatte man ihn vermutlich ausgesetzt. Ulba nahm ihn bei sich auf und vor nun 4 Jahren fand der Junge beim Spielen eine Silberader in einer kleinen Höhle. Tja, und dann kam der Wohlstand wie von selbst. Der Junge ist wirklich ein Segen. Ohne ihn ginge es uns jetzt vermutlich noch schlechter als vor seiner Ankunft hier. Er heißt Rineus. Zumindest war das der Name, der auf der Decke gestickt war, in die man ihn eingewickelt hatte. Naja... vielleicht seht ihr ihn ja sogar selbst. Ja, jetzt erinnere ich mich überhaupt, was das für eine Quest ist. Den sollen wir ja wahrscheinlich suchen. Interessant. Und ihr sagte, der Junge war krank, als man ihn hier ausgesetzt hatte. Ihr stellt ja viele Fragen. Aber ja, das war er. Er hatte lauter Geschwüre im Gesicht und sein linkes Bein war vollkommen verklumpt. Aber schon kurz nachdem Ulba ihn bei sich aufgenommen hat, begann die Krankheit zu heilen. Vielleicht war es das Klima, vielleicht die Kräuterwickel von Talara. Vielleicht aber auch die Liebe, die ihm hier entgegengebracht wurde. Das glaube ich nämlich auch. Ich weiß es nicht, aber es ist ja auch unwichtig. Wollt ihr sonst noch was wissen? Ansonsten würde ich mich jetzt mal ein paar Stündchen in die Schieflage begeben. Kurz bevor ich hier ankam, hatte ich eine Art Kopfschmerz. Woran könnte das liegen? Ein Kopfschmerz? Ich bin leider kein Apothekarius, wie ihr sicherlich sehen könnt. Aber wenn ich raten müsste, dann würde ich sagen, dass das etwas mit dem Wetter zu tun hat. Das schlägt vielen, die nicht aus der Gegend kommen, erstmal übel auf. Na gut, das wäre auf jeden Fall alles. Danke für die Hilfe. Ihr auch. Bis demnächst und genießt eure Zeit hier.
Ja, ich glaube, der Junge ist auf jeden Fall hier bei den besseren Leuten gelandet. Sind wir mal ehrlich. Da seid ihr ja wieder. Braucht ihr noch etwas? Da seid ihr ja wieder. Okay, nee, also braucht wir können den nicht etwas? Untersuchen. Das heißt, wir kommen auch nicht an den Schlüssel ran. Schade, ich würde da gerne reinschauen. Aber irgendwie, der ist doch fast zu freundlich. Ich weiß es nicht. Ich bin etwas, auch der Schlag, oder generell dieser Hitzeschlag oder was auch immer es war. Sehr merkwürdig. Na gut, aber wir sind jetzt auf jeden Fall hier drin. Hier drin scheint es ja auch relativ sicher zu sein. Angeblich. Ich meine, wir haben hier auf jeden Fall so eine Stadtmauer. Und dementsprechend laufe ich hier jetzt erstmal ohne Waffe rum. Und wir schauen mal, was wir noch alles finden. Ein Wasserrad, ein Mühlrad. Ich glaube, hier können wir auch noch einige Zeit lang verbleiben. Die alte Noria haben wir entdeckt. Ach so, das ist diese Mühle hier. Stimmt, Noria ist so eine Mühle, ne? Oder das kümmert sich quasi darum, hier... es ist gar kein richtiges Wasserrad im Sinn, dass damit was angetrieben wird, sondern hier wird quasi das Wasser rausgeschöpft, um damit die Felder zu bewirtschaften. Au. Und sowas muss man nämlich immer in Anno 1404 machen, um da Felder in der Wüste zu bewirtschaften. Da muss man auch immer eine Noria bauen. Deswegen kommt mir auch der Name so bekannt vor. Na gut, okay. Wenn ihr, sagen wir mal, hier alle Münzen ein. Wir sind ja hierher gekommen, um alle zu bestehlen. Das ist ganz klar. Und auch hier kann man nicht rein. Okay. Ich witter hier irgendwie immer noch einen Hinterhalt oder so. Vielleicht bin ich einfach nur zu misstrauisch gerade. Ich glaube, ich bin wirklich zu misstrauisch. Und warum haben die ja keinen Myradenturm? Das würde die Sache viel einfacher machen. Aber hier ist halt keiner. Naja. Okay, wir gehen gleich mal hier rein. Zu Renés Haus. Da. Denn wir wollen natürlich unsere Quest zunächst mal machen, bevor wir hier großartig uns umschauen oder so. Ja, das sieht auf jeden Fall ganz normal aus. Also ist er... Warum ist es jetzt Fati? Hilfe, ich hab jetzt schon wieder... Warum habe ich gerade Schaden bekommen? Ja, wir reden mal mit unserem Vater wahrscheinlich. Hallo? Hallo zurück. Was kann ich für euch tun? Was zum Vater? Oder ich suche einen Gnamen namens Renus. Seid ihr sein Vater? Ziehvater trifft es besser. Aber ja, das bin ich. Wieso fragt ihr? Kennt ihr Renéus? Nicht persönlich, aber ich muss dringend mit ihm sprechen. Dringend gleich? Dann tut euch keinen Zwang an. Renéus Zimmer ist hier gleich gegenüber. Ich glaube, er liest gerade, aber er freut sich immer über Gesellschaft. Okay. Wir fragen noch ein bisschen weiter. Eine Frage noch. Mir wurde gesagt, dass Renéus früher krank war, jetzt aber wieder gesund ist. Wie ist das möglich? Tja, das weiß nur Malfas selbst. Aber Fakt ist, dass nur ein paar Monde nach seiner, Ankunft, seine Geschwüre einfach begannen abzuheilen. Und nur ein Jahr später konnte er laufen und lachen, wie die anderen Kinder auch. Es ist ein Wunder. Ein wahres Wunder. Ich bin gerade am Überleben. Wisst ihr was? Ob Renéus jetzt krank geblieben wäre oder nicht, es hätte für uns in Silberhain keinen Unterschied gemacht. Wir hätten ihn niemals verstoßen, wie der ihn hier ausgesetzt hat. Denn Renéus ist ein guter Mensch. Und das ist alles, was zählt. Ob das mit dass die Krankheit geheilt hat oder geheilt wurde, ob das was mit dem Stein zu tun hat, den er wahrscheinlich bei sich hat. Aber es ist schon lustig vom Spiel gemacht, so dieser Kontrast, aus dem Adelsviertel quasi verstoßen und dann hier in diesem mehr oder weniger armen, gut, jetzt auch gar nicht mehr so arm, aber früher auf jeden Fall, armen Dorf, wird er halt sofort liebend empfangen. Das ist schon sehr lustig, die Message hier von diesem Spiel. Was ist eigentlich eure Geschichte? Wieso habt ihr Renés damals aufgenommen? Ja, wieso nicht? Also, ja, gut, wir fragen trotzdem mal. Ihr stellt viele Fragen, guter Mann. Aber gut, wieso eigentlich nicht? Wisst ihr, ich bin Witwer. Mein Gefährte und ich wollten damals immer ein Ziehkind haben. Aber das Leben hier war hart, bevor Renéus die Silberadern entdeckte. Ständig mussten wir uns vor Verlorenen und Getier in Acht nehmen. Und das, was wir geschürft haben, reichte gerade mal aus, um selbst über die Runden zu kommen. Und als mein Gefährte starb, waren meine Gedanken erst einmal woanders, wie ihr euch denken könnt.
Tja, und als dann eines Tages Grineus vor meiner Türschwelle lag, schreiend und allein, war mir klar, was ich tun musste. Vielleicht ist es auch irgendwo meine Art, das Andenken meines Gefährten zu ehren. Ich weiß es nicht. In jedem Fall bin ich froh, dass welche herzlose Gestalt auch immer Grineus ausgesetzt hat, es getan hat. Hier in Silberhain sind wir alle eine große Familie. Und es tut Grineus so gut, Menschen zu haben, die ihn bedingungslos akzeptieren. Ja, also wie gesagt, ich habe es vorher schon gesagt. Ich glaube, hier ist er auf jeden Fall bei den richtigen Leuten gelandet. Nicht bei diesem komischen Schnösel da aus dem Adelsviertel. Naja, ihr in Silberhain seid alle sehr offen gegenüber Fremden. Ist es nicht gefährlich? Es kommt wieder diese Frage. Ich meine, wenn man allen immer nur misstraut, dann kommt man auch irgendwie nicht wirklich vorwärts. Aber ja gut, wir fragen uns einfach mal. Vielleicht, ja. Aber andererseits, ich glaube, dass Vertrauen immer mit Vertrauen belohnt wird, wenn ihr versteht. Und in all der Zeit, die ich schon in Silberhain lebe, hatten wir noch nie ein ernsteres Verbrechen oder Probleme durch Reisende. Insofern... Hoffe mal, dass wir jetzt nicht hier irgendein Verbrechen anstarten müssen, wegen dem Stein. Ja. Okay, wir haben hier eine Tür, hier geht's in irgendein Zimmer, aber... Ah doch, das ist wahrscheinlich der Junge. Ja, okay, Moment, ich möchte erst noch ganz kurz schauen, wo es hier lang geht. Okay, hier nichts Spannendes. Na gut. Hat ja auch einen Hund. Also der lebt ja schon ganz nett, muss man sagen. So, hallo, Grineus. Ja, wie auch immer man das richtig ausspricht, ich weiß es nicht. Also der hat es ja gerade eben gesagt, aber ich kann mir sowas nicht merken von dem her. Ah ja, er ist auf jeden Fall ein Künstler. So, ich dachte gerade, das wäre kein Hund, sondern eine Ratte. Taurus. Oh, mit dem kann man nicht reden. Schade. Es gab in Skyrim auch mal einen redenden Hund. Naja. So, hallo. Oh, hast du mich erschreckt. Oh, sorry. Wer bist du? Du kommst nicht von hier, oder? Ich hab dich hier noch nie gesehen. Irgendwie erinnert mich die Stimme gerade minimal an Kalia. Ich weiß nicht, ob das hier gerade die gleiche Synchronsprecherin ist oder Sprecher oder was auch immer. Vielleicht tausche ich mich auch nur, aber irgendwie finde ich, klingt die Stimme ein bisschen nach Kalia. Ich weiß nicht genau warum. Das ist nicht weiter verwunderlich. Oder ich bin einfach nur gerade irgendwie ganz verwirrt, weil ich das schon lange nicht mehr gespielt habe. Keine Ahnung. Das ist nicht weiter verwunderlich. Ich komme aus Ark. Ark? Das ist doch da draußen, oder? Na, dann bist du jetzt bestimmt ganz froh hierzu. Hey, Taurus, was soll das? Ach Mensch, das gibt's doch nicht. Das ist mein Lieblingsstofftier. Du bist doch sicher schnell, oder? Meinst du, du kannst Taurus für mich fangen und ihm den Stoffbär wieder abnehmen? Ich will nicht, dass er ihn irgendwo im Sand verbuddelt. Dann sehe ich ihn nie wieder. Ja, klar, machen wir. Würdest du? Mensch, das ist wirklich lieb von dir. Dann schnell, geh gleich los, bevor er dir noch entwischt. Bevor wir losgehen, ganz kurz noch. Das hier ist eines der schönst eingerichteten... also ich mache jetzt hier, ich gehe ins Hauptmenü, weil ich Angst habe, dass hier tatsächlich die Zeit irgendwie läuft. Aber eines der schönsten Zimmer, die ich bisher überhaupt gesehen habe in dem Spiel eigentlich. Richtig schön dekoriert, lauter Stofftiere und so. Krass, also ja, interessant. Ja, der Fati legt sich auf jeden Fall ins Zeug. Ihr müsst dem Hund Taurus so lange an den Fersen bleiben, bis ich ihn irgendwie in eine Sackgasse gedrängt habe. Aber ich muss ihn, okay. Was ist das hier jetzt für ein komischer... Schreitet wohl. Okay, ich meine, das ist jetzt eine interessante Quest. Hallo. Schreitet wohl. Wir müssen einfach dem Hund folgen, mehr oder weniger, wenn ich das gerade richtig verstanden habe. Also wir sollen ihn in eine Sackgasse drängen. Aber ich glaube, da müssen wir halt einfach warten. Der hat da irgendeine... Ja, komm, gib's jetzt her, das Lieblingsstofftier, meine Güte. Die haben ihn doch schon längst in der Sackgasse. Guck mal, das Pathfinding ist schon verwirrt. Ja, dass wir den nicht abnehmen können jetzt hier, wenn er so lange steht. Naja, gut. Okay, wir folgen dem einfach mal und rennen dem Hund hinterher. Auch lustig irgendwie. Ah, da haben wir ihn. Okay. Das haben wir geschafft. Dann bringen wir ihm mal das Stofftier wieder.
Glücklicherweise sind wir genau... Oh, jetzt, ich glaube, jetzt sind wir falsch gegangen. La 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 la. Wir machen es uns etwas leichter, ausnahmsweise mal. So. Bin ich nämlich, glaube ich, falsch gegangen. Dann da irgendwo wieder hochzukommen, das wäre mir jetzt gerade erstmal zu ätzend gewesen. So, ich möchte jetzt die Quest noch kurz machen. Vor allem, das ist eine 4-Sterne-Quest, also die muss ja eigentlich noch irgendwie schwierig werden. Du bist wieder da. Und? Hast du Torus fangen können? Ja, ich hab Torus. Jetzt klingt die Stimme wieder anders, finde ich. Naja, gut. Ich hab da auf jeden Fall deinen Stoffbär. Ha! Ja, das ist der. Boah, das war einfach großartig. Tausend Dank dir. Ohne dich hätte ich den sicher nie wiedergesehen. Rita und Gaius werden grün vor Neid werden, wenn ich denen erzähle, dass ich jemanden wie dich zum Freund habe. Du bist doch mein Freund, oder? Ja, ich schätze schon. Ich hätte ein paar Fragen an dich. Meinst du, du könntest sie mir beantworten? Fragen? Na, aber klar doch. Du hast mir geholfen und jetzt helfe ich dir. Schieß los. Ich würde gerne losschießen. Ah, ja, jetzt, okay. Du hast eine Menge Bücher hier herumstehen. Kannst du denn schon lesen? Wir fragen also so Nonsens-Fragen. Ich weiß nicht. Kann schon sein. Aber Papa hat mir schon sehr früh Lesen beigebracht. Und ich liebe es einfach. Bücher, das sind wie Bilder, in die man reingehen kann. Wenn ich groß bin, will ich auch mal schreiben. Okay, und wie alt bist du? Ich hatte dich mir jünger vorgestellt, tatsächlich. Ich dachte, der wäre mittlerweile älter, muss ich zugeben, aber gut. Oh, das weiß ich gar nicht so genau. Ich glaube 7 Jahre oder so. Ja, das dürft sein. 7 Jahre. Okay, mehr? Okay. Immer auf die Krankheit ansprechen, finde ich auch ein bisschen nervig. Das machen wir jetzt auch nicht. Ich meine, das wissen wir ja, da müssen wir ihn jetzt nicht irgendwie... Also da lassen wir ihn jetzt erstmal in Ruhe mit. Aber wir fragen mal, ob er Schmetterlinge sammelt, weil da haben wir zumindest einen hier auf dem Schreibtisch. Ja, tue ich. Die sind total schön, oder? Hier in Silberhain gibt es sie in viel mehr Farben als da draußen. Aber nicht, dass du jetzt was Falsches denkst. Ich fange sie immer nur für ein paar Tage ein, damit ich sie abmalen kann. Dann lasse ich sie wieder fliegen. Ach so, na dann. Zurück. Die anderen Fragen möchte ich jetzt, wie gesagt, erstmal nicht machen. Ich suche einen schwarzen Stein. Wir kommen jetzt doch mal gleich zur Sache. Gleich in Anführungszeichen. Wir reden ja schon gefühlt 5 Minuten mit dem. Und es ist eigentlich Zeit für eine neue Folge. Na gut, dann machen wir das einfach hier mal und fragen ihn das in der nächsten Folge. Bis dahin, schönen Tag noch und ciao.